Ein Kunde wollte einen kaufen, dann war ich mit dem Netz dran, habe den rausgehoben und in dem Augenblick, wo ich ihn übers Becken gehoben habe, ist er rausgesprungen aus dem Netz, durch die Berührung des Netzes mit der Aquarienkante ist er rausgesprungen. Und da ich hier mit der anderen Hand stand und den Becher gehalten hatte, wo er reinkam, ist er gesprungen, hat er nicht den Becher getroffen, sondern genau meinen Daumen. Dann dachte ich so, als so 2,5-Zentner-Mann, was will so ein kleiner Fisch bei so einem Mann, da passiert dann gar nichts. Aber nach so 5 Minuten, also erstmal hat er ein bisschen gebrannt, wie so ein Stich eben ist. Nach 5 Minuten fing er dann so an zu brennen, wie so ein Wespenstich. Da wusste ich dann natürlich, dass das ein eiweißhaltiges Gift ist. Und Eiweiß kann man auflösen durch sehr große Erhitzung. Also bin ich dann ins Badezimmer gegangen und habe ganz heißes Wasser über den Daumen laufen lassen. Aber als ich da angekommen bin, war das schon viel zu spät gewesen und zog dann ganz langsam immer weiter die Schmerzen. Und als ich dann eine Atemnot bekam, dann haben wir einen Rettungswagen geholt und die haben mich dann in Krankenhaus gemacht. Und da bin ich dann eben 3-mal gestorben, also durch Herzstillstand. Ich habe also dieses Gerät gesehen, was diesen Dauerton und diese Dauerlinie zeigt. Und dann bin ich nach wenigen Sekunden dann weggesackt. Und wenn ich aufgewacht bin, dann haben die mich wiederbelebt und das Ding ging dann wieder normal. Das ging also 3-mal hintereinander in Abstand von gefühlt einer Stunde oder so.